Und was geht ab, Leute? Willkommen zum zweiten Part zu Let's Play Assassin's Creed 3. Wir sind hier immer noch im Theater. Wir müssen zu diesem Typ raufklettern. Wir sind ja hier an der letzten Stelle stehen geblieben. Und dann würde ich mal sagen, wir machen jetzt mal weiter hier. Oh Gott. Lol. Oh Gott, scheiße, Mann. Okay. Also das ist schon mal gut gegangen. Jetzt müssen wir die Leiter hochklettern. Klettern, klettern. Und es geht hier direkt weiter. Alter, da krieg ich immer voll Angst, ey. Oh. Es ist ganz schön gewagtes Spiel, muss ich mal sagen. Okay, jetzt kann er so seitlich klettern. Achso, jetzt muss ich hier noch weiter klettern. Okay, jetzt kann ich hier einfach mal so durch die Tür gehen. Ja, und wir haben es auch jetzt schon geschafft, Leute. Warum seid ihr nicht gekommen? Wir hätten einen Weg gefunden. Ja. Aber dann hättet ihr es gewusst. Was es hilft. Es tut mir leid. Ja, mir auch. Naja. Jetzt wird das noch richtig bereuen. Und zack! Wie der Junge guckt. Du hast nichts gesehen. Aber ich glaube, ich würde da auch so gucken wie der Junge. Ich bin ganz lieb. Okay. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir hier rauskommen. Oh, ich glaube, die haben es bemerkt, dass er tot ist. Ruhe, bitte! Da drüben! Der! Der Mann doch! Ergreift ihn! Was geht denn hier ab, ey? Catchen oder was? Ich war's nicht. Ich war's nicht. Macht Platz hier, Leute. Macht Platz. Achso, hier. Hier muss ich lang. Okay. Es ist dort auf dem Rang geschehen. Immer schön weiterlaufen. Immer schön weiter. Los, Bewegung. Ihr seid alle Schmetterlinge, ihr seid alle toll. Wie lang ist denn dieser Saal hier, ey? Ich will hier endlich raus. Boah, Alter, Leute, 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 Leute. Was geht denn da draußen wieder ab? Na, jetzt können wir wieder in unsere Kutsche einsteigen. Und wie war die Oper? Ja, langweilig, ehrlich gesagt. Sollen wir los dann? Ja. Ecke Fleet und Bright. Wie ihr befehlt. Faszinierend. Gentlemen, ich habe hier einen Schlüssel. Und wenn man diesem Buch glauben darf, öffnet er die Tore eines Lagerhauses, derer, die vor uns kamen. Ah ja,
Die, die die Welt beherrschten, zerstörten und verschwanden. Wissen wir, was wir darin vorfinden werden? Vielleicht uraltes Wissen. Vielleicht eine Waffe. Oder etwas Unbekanntes, dessen Aufbau und Verwendung sich uns entzieht. All dies könnten wir finden. Oder gar nichts. Sie bleiben mir ein Rätsel, diese Vorläufer. Aber bei einer Sache bin ich mir sicher. Was immer auch darin warten mag, wird uns allen bestimmt ein Segen sein. Oder unseren Feinden, falls wir es zuerst finden. Niemals! Dafür habt ihr gesorgt! Ich nehme an, ihr wisst, wo das Lagerhaus ist? Ah, Mr. Harrison. Gentlemen. Was sagen Ihre Berechnungen? Der Ort liegt sicher irgendwo in dieser Region. Das ist ein sehr großes Gebiet. Verzeiht mir. Wenn ich genauer sein könnte... Schon gut, für den Anfang wird es reichen. Und deshalb bestellten wir euch hierher, Master Kenway. Wir möchten, dass ihr nach Amerika reist, das Lagerhaus findet und den Inhalt in Besitz nehmt. Ich stehe zur Verfügung, obwohl eine Aufgabe dieser Größenordnung mehr als nur mich erfordern wird. Natürlich. Auf diesem Papier sind die Namen von 5 Männern, die uns zugeneigt sind. Sie alle haben besondere Eigenschaften, die euch helfen werden. Mit diesen Männern wird es euch an nichts fehlen. Nun, dann mache ich mich mal auf den Weg. Ich wusste, ihr würdet uns nicht enttäuschen. Euch erwartet ein Schiff nach Boston. Es legt im Morgengrauen ab. Geht nun, Haytham, und gereicht uns zur Ehre. Eine tödliche Vorstellung beendet. Okay, 100 von 100. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Da kann man sich halt eben den Fortschritt ansehen. Ah. Das sieht ja schon mal ganz gut aus, die Uniform. Erinnert mich irgendwie so an Fasching. Fasching. Atlantischer Ozean, Tag 2. All on the ball. All on the ball, and Kitty lives in Liverpool. All on the ball, and the ball, and the ball. Der ist auch schon angenehm. Frische Luft, ganz gut. Die singen jetzt hier schön. Wir sind jetzt hier in so einem Piratenschiff oder was auch immer das ist. Jetzt gehen wir einfach mal Gang. Achso, hier geht's nicht hoch. Dann müssen wir jetzt nämlich nach oben. Und was hier alles abgeht, ist der Hammer. So, jetzt muss ich da hinten hin. Und dann wird alles gut. Bist du dir sicher? Natürlich. Habe ich dich jemals belogen? Nein. Ich traue bloß den anderen nicht. Vertraue, mein Freund. Du wirst sehen. Seht an! Unser geschätzter Gast beehrt uns mit seiner Anwesenheit. Geht besser wieder zurück in euer Quartier. Das Oberdeck ist kein Ort für Landratten. Oh, ich glaube, es gibt wohl Ärger hier. Sie wollen schnell Zeit auf die Klappe hauen. Alter, wie der mir auf die Klappe haut, ey. Na auf, komm her, los. Zack. Jetzt hau ich dir auf die Klappe, ey. Zack. Hör dir das an. Glaubt, er kann hier so rumstolzieren und sich zum Burgherren erklären. Bitte, Jungs. Oh, oh. Ich glaube, er macht mich jetzt kalt, Leute. Der macht mich jetzt kalt.
Seite stehst du überhaupt? Hinaus, komm, komm. Hey Junge! Los, Bruder! Händen! Zack, zack, zack! Bams! Es kommt wirklich eine Pupsi oder was? Das wäre un- Ach der! Wieso das? Habt ihr denn nicht hätte Angst? Das kann ich nicht. Zack! Der war ja noch leichter als die anderen zwei. Niemals! Ach Scheiße. Wie gefällt euch das jetzt? Scheiße. Haha. Was hat das zu bedeuten? Captain. Ich verlange eine Erklärung, Mr. Kenway. Diese Miete. Wir haben nur etwas Sport gemacht zum Zeitvertreib, Captain. Warum vertreibt ihr eure Zeit nicht mit eurer gottverdammten Arbeit? Ich wusste nicht, dass ich euch fürs Herumfallen bezahle. Auf ein Wort bitte, Mr. Kenway. Oh, fast vergessen. Da ist euer Messer. Der war gut. Jetzt muss ich mich mit dem Typ wieder unterhalten. Ich hatte nur Ärger, seit ihr an Bord gekommen seid. Eure Probleme haben nichts mit mir zu tun. Und womit sonst, bitte? Ihr seid ein Stümper, launisch und grausam. Und offenbar hat eure Mannschaft keinen Respekt vor euch. Hoho, das war meine Ansage. Seht, ich will nicht streiten. Eigentlich brauche ich Hilfe. Ja, das ist gut. Ich vermute, ein paar der Männer planen eine Meuterei. Wirklich, welche Überraschung. Da ich keinem von Ihnen trauen kann, muss ich mich wohl an euch wenden. Und warum sollte ich helfen? Wenn Sie wirklich einen Betrug planen, bin ich eure einzige Hoffnung, Amerika Leben zu erreichen. Nun, wie sieht es aus? Wenn ihr die Wahrheit sagt, welche Wahl habe ich denn dann? Danke euch. Aber ich stelle klar... Wagt ihr noch einmal, mich zu bedrohen oder zu beleidigen, zögere ich nicht, euch selbst den Hals durchzuschneiden. Verstehen wir uns? Exzellent. Guten Tag. Ich muss erstmal noch einen trinken. Naja, wir liegen auch noch gut in der Zeit. Müssen wir ja nach unten. Jetzt haben wir Hausarrest. Exit. Ja, ich laufe mal ein bisschen schneller hier. Jetzt muss ich wieder hier in mein Zimmer gehen. Und weiterschreiben. Oder doch nicht. Atlantischer Ozean, Tag 28. Es ist schon dunkel geworden. Mr. Kenway. Captain. Was immer die planen, ich glaube, es wird langsam ernst. Dann gehe ich besser ans Werk. Gekürzt und sagt, wir wären nicht ausgestattet. Hast du dir doch nicht anders überlegt, ne? Es
Ich weiß, dass es nicht ist. Ja. Wo muss ich denn jetzt hin? Ach, mit denen hier muss ich jetzt reden. Ihr da. Ich habe ein paar Fragen. Freut mich. Hab aber keine Zeit zum Schwätzen. Vermutlich habe ich euch eh nichts zu sagen. Ihr sucht Informationen? Geht zum Smooth hier oder zum Doktor. Die werden immer von allen zugequatscht. Dann gehen wir jetzt nochmal spontan hier hin. Fragen wir mal ihn, den Koch. Ich gebe erst in ein paar Stunden wieder was. Ich hätte nur Schiffszwieback, falls ihr hungrig seid. Eigentlich habe ich eine Frage. Und welche? Hat sich einer der Männer vielleicht nachdenken können? Oder etwas gesagt, was euch komisch vorgekommen ist? Die Jungs heulen wegen den Rationen, als könnte ich daran irgendetwas ändern. Sonst habe ich nicht viel gehört. Mein Rat? Geht doch zu James. Der hört immer gerne zu. Und wo kann ich ihn finden? Direkt hinter euch sozusagen. Er sitzt dort auf diesem Fass. Ach, da ist er doch. Seid ihr James? Hi. Kenway. Haven. Nein. Ich weiß, wer ihr seid. Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Das dachte ich mir, aber nicht hier. Folgt mir. Also, was wollt ihr denn wissen? Habt ihr etwas Außergewöhnliches bemerkt seit unserer Abreise? Irgendwas, das Anlass zur Sorge gäbe? Einige der Männer haben sich nachts auf dem Oberdeck versammelt. Ich habe nur Bruchstücke aufgeschnappt. Ich weiß also nicht mit Sicherheit, was sie vorhaben. Aber mir schwarmt nichts Gutes. Meint ihr, sie planen eine Meuterei? Ich weiß nur, dass sie den Captain nicht mögen. Mills wollte sie beschwichtigen, aber er kann auch keine Wunder vollbringen. Danke für die Information. Ich möchte nur, dass wir die Kolonien lebend erreichen. Okay. Wir gehen jetzt auch mal direkt weiter nach hier oben. Guten Abend, Sir. Ist alles ruhig? Ruhig und still. Genauso wie ich es mag. Was führt euch hier rauf? Nur ein Spaziergang. Die Beine vertreten. Mehr nicht. Aber seid vorsichtig. Auf Deck ist es sehr gefährlich im Dunkeln. Was war das? Da wirft jemand Ladung über Bord. Aber warum? Warum? Das ist hier die Frage. Oh Leute, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier den Part wenden soll. Was sagt denn die Zeit? Obwohl, ein bisschen noch. Lass mich doch mal hier durch. Ah, das hat glaube ich wehgetan. Dann gucken wir erst mal, wer das hier war. Ich glaube, ich muss jetzt hier unten hin. Adlerauge aktivieren. Was ist das denn hier? Hinweis analysieren. Das machen wir doch jetzt mal. Kuckuck. Seltsam. Äußerst seltsam. Okay, Leute. Dann würde ich jetzt mal sagen, wir beenden den Part hier an dieser Stelle. Und ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen. Und ich sage dann,
Tschüss, Leute.